Hallöchen. So, ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich weiß nicht, wo ich zuletzt gemacht habe. Also ich habe hier die Tastatur adaptiert. Das sieht ein bisschen wild aus. Ich meine, das habe ich schon gezeigt. Ich habe jetzt Raspberry Pi 3 dran, ne? Ich habe einen Raspberry Pi 3. Ich wusste gar nicht, dass ich den habe. Meine letzte Info war, dass meiner kaputt ist. So kann es einem gehen. Also ich habe doch noch einen funktionierenden Raspberry Pi. Ja, die Lampe stört jetzt gerade, aber da ist jetzt gerade was geladen und da sehe ich unten die Aktivität. Ich schalte ihn jetzt ein. Also ich bin hier immer noch die ganze Zeit am Fummeln. Es ist jetzt ein Tag weiter, Tag später. Ich bin hier die ganze Zeit am Fummeln, weil ich kriege hier kaum Software geladen. Was ich geladen kriege, ist recht minimal. Obwohl ich jetzt schon einen Raspberry Pi 3 habe, der eigentlich dafür prädestiniert ist, zu funktionieren. Aber ich schalte mal an. Der hat hier einen Autoboot. Ich sehe jetzt Aktivität und ihr seht Booting CPM Plus. Und unten laufen Dings. Da ist die Aktivität zu sehen. Das dauert eine ganze Weile, bis der fertig ist. Hingekriegt habe ich das, dass der von dem lädt, dass ich das habe ich auf Device 8 gesetzt. Dazu musste ich hier ein so eine Jumperbrücke. Wo ist sie denn? Da. Da so eine Jumperbrücke aufmachen. Die war verbunden, die Obo ist noch verbunden. Das interne Laufwerk wäre sonst Device 8, jetzt ist es Device 9. So, und das dauert jetzt eine ganze Weile, bis der da fertig geladen hat. Weil ich habe hier nur das 1541 Laufwerk und das 1581. Das 1571, was hier in dem drinne wäre. Das kann der gar nicht emulieren, beziehungsweise er könnte das emulieren. Aber das ROM-File dafür ist noch nicht fertig. Das ist wohl so zickig, so so schwer zu fixen oder was auch immer, dass man das auf einen Raspberry Pi benutzen könnte. Da habe ich gestern, habe ich hier wirklich stundenlang, habe ich mir ROMs gedownloadet von was weiß ich woher und hast denn nicht gesehen. Jetzt hat er das schon so weit geladen. Er ist aber immer noch dabei, kriegt immer noch Daten. Ich glaube, das sieht man unten auch. Ich kriege hier Gynasys, das kriege ich hier gedownloadet. Ich werde euch nachher gleich nochmal was zeigen. Beziehungsweise, das muss ich glaube ich auf dem PC machen. Nö, das kann ich auch hier machen. Das müsste man auch hören können. So, jetzt ist er soweit fertig. Und wenn ich jetzt die normalen Basic-Befehle dir eingebe, kriegt er auch irgendwas. Also das funktioniert. Ich werde mal die Diskette rausnehmen, einmal neu starten. Dann habe ich das Problem, das werde ich nochmal auf meinem anderen C64 ausprobieren, weil da müsste ich hier die Tastatur erstmal abmachen. Ich habe auf meinem PC eine Sicherungskopie, die habe ich damals von meiner Geos-Diskette gemacht. Aber die kriege ich hier nicht geladen. Go 64. Yes. Wenn ich jetzt Load 0,8 mache, List Geos, das ist die, die ich damals Dings mal eine Sicherheitskopie gemacht habe. Jetzt habe ich mich hier vertan. Ja, sabbeln und gleichzeitig hier
Ja. Noch 0,8. Ready. Ran. Aktivität ohne Ende. Geos bootet. Jetzt hat er ein Reset gemacht. Weiß nicht warum. Ich krieg auch Zeg McCracken nicht geladen. Ich habe hier noch eine Magic Zeg McCracken Bootdisk. Kann ich jetzt auch noch mal. Ich weiß, dass das Spiel funktioniert. Macht er nicht. Ich kriege es nicht gestartet. Warum auch immer. Ich werde jetzt hier aber mal eine Sache machen. Und zwar, hier gibt es nämlich ein Problem an dem da ist auch das Pfeil. Der C128 hat ein kleines Problem. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Loading, ja, das dauert jetzt ein Weilchen. Kleines bisschen. 103 Blöcke. Er ist zwar schon relativ schnell, aber. Dauert eine Weile. So, jetzt mache ich ran. Jetzt mache ich aber Stopp. Ich hoffe, man hat es gehört. Der SID-Chip hier drinne hat ein Problem. Irgendwo geht eine Stimme nicht richtig. Ich habe jetzt also keine Diagnose-Cartridge. Damit könnte ich direkt sehen, welche Dings nicht richtig geht, welche Stimme. Ich zeige ihn euch. Das ist der hier. Das ist ein ganz neuer, den Commodore irgendwie mal entwickelt hat. Das ist ein 8580 R5. Und hier sagt er 6581 auf dem Bildschirm. Ich gehe mal auf die 6581, ja. Und zwar ist das hier der. Der SID-Chip 8580, der steckt ja drinnen, oder der 6581. Den 6581 weiß ich gar nicht, ob ich den auf dem anderen C64 habe. Vielleicht könnte ich den dann da reinstecken. Ich gehe mal davon aus, dass der hier drinnen ist, irgendwo wirklich defekt ist. Weil ist eigentlich PIN-kompatibel und genau das gleiche, ist nur eben eine etwas neuere Entwicklung. Bisschen was neuer, weil der noch ein bisschen was mehr macht unter CPM und C128. Hier habe ich noch eine Sache. Und zwar, ich hoffe, das funktioniert. Das dauert aber ein ganzes Weilchen, bis das wieder geladen ist. Ihr seht jetzt hier nichts. Ich mach mal weg.
C128 nehme ich jetzt mal Tetris für den C128, also direkt in diesem Modus. So, der hat auch Autoboot, glaube ich. Nee, hier nicht. NUAD. Das hat er nicht gemacht. Manche macht er mit Autoboot. Habe ich nämlich hier ein kleines Problem. Der Monitor wird so, wird grün. Er lädt Daten. Und das war's. Mehr kommt nicht. Der Monitor bleibt grün, es kommt ein so ein Ton. Und das habe ich mit allen Spielen, die ich mir erstmal so besorgt habe für den C128. Mit allen Spielen. Ich weiß nicht, was los ist. Gut. Ich will euch nicht zu lange aufhalten. CPM geht. C128 geht teilweise. Ich gehe noch mal raus. Ich habe hier noch. Das müsste theoretisch damit funktionieren. Ich mach mal ein Reset. Da müsste eine. Ich weiß nicht, ob Autoboot geht. Nein. Das ist jetzt die Software für den C128. Gibt es jetzt nicht allzu viele Spiele. Ich glaube nur eine ganze Handvoll oder so. Und mehr Programme, weil sich das eher an die. Ja, nicht eher an die sonst was, sondern das war so die Sache. Man hat ihn eigentlich so bei der Spieleentwicklung links liegen lassen. Man hat eher für den C64 Spiele entwickelt als für den C128. Weil auch schon der Amiga kurz danach rauskam und der Atari. So, jetzt lädt er hier noch. Ich weiß nicht, ob er das jetzt macht. Ich werde das, glaube ich, mal vorspulen dann. So, er müsste ja jetzt fast fertig sein. Geos 128 ist das. Ich guck mal, ich habe ein D-Pad dran. Also ich könnte mal versuchen, wenn er mich jetzt hier mal ranlässt. Das ist eine Handgeschichte. Da nimmt er es nicht. Ich muss hier mal einmal kurz den Pinnable umstecken. Switch 80, ne, dann geht er an den Dings, in den Dings-Modus, RGB-Modus. Da müsste ich erst mal gucken, ob ich da was hinkriege. Hier ist Info, Kernel, bla bla bla. Ja, gibt es hier noch irgendwas? Set Clock, Reset Basic Shortcut Boot. Page, ne. Wie? Nein, auch nicht. Weiß nicht, was man hier noch machen kann. Ich habe es mir jetzt nicht
großartig angeguckt. Keine Ahnung, was er da tut. Monitor. Keine Ahnung. Irgendwie scheint er mit dem Joypad hier mit auf die Tastatur zu gehen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich werde nochmal den Pi 5041 an meinem anderen versuchen, ob das damit funktioniert, ob der lädt, ob das hier an der Kiste liegt, dass das teilweise nicht laden will, oder ob das an dem Pi liegt. Diskettenlaufwerk komme ich später mal zu. Jetzt muss ich ja das Ganze hier wieder abfriemeln. Das war eine Fummelei ohne Ende, diese Kabel daran zu kriegen, damit die Tastatur hier drin funktioniert. Ja, gut, er funktioniert aber. Das ist die Hauptsache. Ob er richtig funktioniert, weiß ich nicht. Wir mal eine Sache gucken. Anscheinend zieht er irgendwo ein bisschen viel Strom, weil der Trafo brummt. Gut, bei den ganzen ICs, die mit 5 Volt versorgt werden, ja gut, dann kann er auch mal eine ganze Weile Strom ziehen. Ich kann ja mal 5 Volt reinstecken und mal gucken, was er sagt. Ja, das wäre es dann bis hierhin. Ich danke euch fürs Zugucken. Ich teste jetzt nochmal durch, ob das mit den Images hier irgendwie hinhaut. Irgendwie glaube ich zwar nicht dran, aber das Komische ist, dass ich nicht mal die Originaldisketten, die ich mir damals noch gespeichert habe als Images, nicht mal die zum Laufen kriege. Da kann was nicht hinhauen. Entweder liegt es hier an dem Modus hier, dass er hier den C64-Modus nicht hundertprozentig kann. Oder es liegt an meinem Pi 1541. Okay, also ich würde mich dann gegebenenfalls nochmal separat in einem Video dazu melden. Okay, vielen Dank. Tschüssi.